Ja, heute bin ich endlich mal wieder auf eine Tour. Ich möchte heute durch den Biedenkopfer Wald fahren, versuche über den Biedenkopfer Wald nach Hause nach Wallau zu kommen. Das heißt, sehr wahrscheinlich muss ich auch um die Sackpfeife rum. Ja, wir haben jetzt schon irgendwas mit 15 Uhr oder halb vier. Mal schauen, was das für eine Tour wird. Auf jeden Fall wird es viele schöne Natur geben und ich lade euch jetzt herzlich ein auf eine kleine Radtour hier durch meinen Heimatwald. Ja, es geht hier stetig immer bergauf. Ich bin hier so mit 7, 8 km/h unterwegs. Und ich habe heute Morgen noch den Wind gelobt, dass es heute weniger geworden ist. Und das hat im Laufe des Tages schon wieder zugenommen. Aber hier im Wald bin ich ja relativ windgeschützt jetzt. Wie ihr sehen könnt, die Bäume haben schon reichlich Blätter. Ja. Weiter geht's durch den Biedenkopfer Wald. Und entschuldigt, wenn ich momentan nicht so viel filme. Die Harvester, das ist hier so ein Boden. Da weiß man, wo Jackin Stevens seinen Namen her hat. Das ist unglaublich, hier zu filmen. Teilweise muss ich sogar absteigen, damit ich mir die Reifen nicht kaputt fahre. Es kann nur besser werden. So, ich bin den mittleren Weg gerade gekommen. Diesen Weg bin ich jetzt gefahren seit Knochentriesch. Das ist eine Schutzhütte und da ist auch der Waldkindergarten vom Biedenkopf. Der endet da, genau an dem Waldkindergarten. Dieser Weg hier, das ist der Weg, der ewig lang bergauf geht, den ich im ersten Teil Abenteuer in den Wäldern vom Biedenkopf Teil 1 hochgelaufen bin. Und das ist wirklich der Weg, ich habe es geahnt, der jetzt hochgeht zur Hasenhardt. Das ist dieses kleine Stück bergauf noch. Und das werde ich jetzt schieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns oben an der Schutzhütte wieder. Herrlich ist es hier. Hat sich echt mal wieder gelohnt, hier hochzufahren. Ja, das zog sich jetzt doch noch ein ganzes Stück hier berghoch. Und da ich Fahrradfahrer bin und kein E-Biker, muss ich hier schieben. Das ist zu steil, das kann ich nicht hochfahren. Ich habe auch noch viel Gepäck hinten drauf. Aber man kann ja auch mal schieben. Ja, das ist die Schutzhütte Hasenhardt da vorne. Ein herrliches Plätzchen tief in den Biedenkopfer Wäldern. So, gleich bin ich da. Ja, letztes Jahr war hier wieder Grenzgang im Biedenkopf. Hier ist die Karte. Ich
Ich hoffe, man kann das sehen. Der Standpunkt, das hier ist das Gelbe. Das ist alles Wald. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Also ich bin jetzt schon ein ganzes Stück im Wald. Und mein Plan ist ja, durch den Wald nach Hause. Ich möchte von hier aus, von der Hasenharz jetzt hier rüber nach Bad Seife. Und dann möchte ich mich hier irgendwie durchschlagen bis ganz hier rüber zur Sackpfeife. Mal schauen, wie ich durchkomme. Es kann auch sein, dass ich vorzeitig die Tour abbreche und dann einen schnelleren Weg nach Hause fahre. Dann muss ich allerdings wieder in die Zivilisation. Also je nachdem, wie ich jetzt hier durchkomme. Ja, meine Freunde, das ist so schön, mal wieder hier oben zu sein. Und den Weg jetzt vom Knochentriesch hier hoch, der ist nicht so anstrengend, als wenn man jetzt von ganz unten hier den geteerten Weg hochläuft, denn das habe ich schon mal gemacht. Das zieht sich unendlich. Da bin ich jetzt lieber durch den Wald gefahren. Ja, es ist sehr, sehr windig. Ich werde jetzt sehr wahrscheinlich mal Musik einspielen, eine kleine Musik, damit ich euch das hier mal besser zeigen kann. Wenn nicht, hört ihr nur Windrauschen. Leider habe ich mein Camcorder nicht dabei, denn da oben, da vorne am Baum, da ist ein Specht. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Da hätte ich den mal schön ranzoomen können. Jetzt guckt er gerade ums Eck. Ja, das werdet ihr auf der Kamera leider nicht erkennen. Aber ich will sowieso mal dahin. Ich will mal gucken, ob ich da vielleicht eine schöne Aussicht finde. Ja, Freunde, das muss mir doch eigentlich Glück bringen. Mein Geburtsjahr. Grenzgang 1970. Da bin ich geboren. Ja, meine Freunde, ich bin noch nicht weit weg von der Hasenharz und ich habe gerade zwei Mountainbiker getroffen und wir haben uns super nett unterhalten. Solltet ihr mal dieses Video sehen, ich grüße euch an dieser Stelle nochmal recht herzlich. Vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder hier im Wald. Ja, war ganz toll. Hat ein gutes Gespräch und ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie es zeitlich ist. Ich schaue mal eben hier auf die Uhr. Wir haben jetzt 16:45 gleich. Ist ja noch lange hell. Ich schaue mal. Hier geht es so steil runter, hier schiebe ich. Und dann komme ich jetzt hier unten gleich auf den Traisbachtalradweg. Und dann überlege ich mal, wie ich die Tour fortsetze. So, meine Lieben. Ich bin da. Das ist meine Lieblingsschutzhütte. Die Schutzhütte Bad Seife. Ich weiß nicht warum, ich liebe dieses Fleckchen hier. Das ist meine Lieblingsschutzhütte von den Biedenkopfer Schutzhütten. Ja, hier möchte ich mal ein paar Minuten die Natur genießen hier. Ja, ich liebe dieses Hütchen. Bad Seife, renoviert 2006 von den Grenzgang-Reitern 2005. Ich bin gern hier. So. Das ist der Blick aus dieser kleinen Schutzhütte. Herrlich. Schön, mal wieder hier zu sein.
So, meine Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg zur nächsten Schutzhütte. Ich glaube, das war das Staffelhäuschen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wie gesagt, da war ich selbst erst einmal, beziehungsweise zweimal. Letztes Jahr bin ich auch mit auf einer Radtour da vorbeigefahren. Und ich meine, das Staffelhäuschen kommt als nächstes. Ja, jetzt muss ich mal absteigen. Hier liegt ein Ast quer über dem Weg. So. Ja, ich habe gerade so überlegt, das war wirklich die richtige Entscheidung, heute mal wieder hier durch den Wiedenkopferwald mit dem Rad zu fahren. Ja, hier ist die Staffelhütte. Und hier drin liegt ein Stein. Es gibt momentan hier so ein, ja, ich nenne es mal Spiel, dass die Leute Steine im Wald irgendwo hinlegen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Doch, das ist einer. Seht ihr? Gila Stones. Hinterlandsteine. Ja, ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das ist so ein Stein. Das ist hier so ein Spiel. Und zwar, wenn man so einen Stein findet, dann soll man den mitnehmen und soll ihn woanders hinlegen. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Ich mache diesen Spaß gerne mit. Also dieser Stein hier, der lag jetzt hier in der Staffelhütte. Ich werde den jetzt mal mitnehmen und werde den irgendwo wieder aussetzen. Ich glaube, man soll auch dann auf denen ihrer Homepage ein Bild davon posten, was ich dann hiermit auch machen werde. Ja, dann werde ich den Stein mal jetzt einpacken und mitnehmen. Der hat ganz schön Gewicht, der Kleine. Und jetzt muss ich mich hier entscheiden, wie meine Tour weitergeht. Es ist ja zum Glück schon relativ lange hell. Ich sage das, weil ich Wellensittiche habe und ich muss den abends ein kleines Licht anmachen. Die sind schon älter, die können nicht mehr so gut fliegen. Und wenn da mal einer abstürzt oder so, weil die sind frei im Zimmer, dann möchte ich immer schon vorher zu Hause sein. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich könnte jetzt hier die beiden Wege nehmen, dann komme ich unten im Biedenkopf aus. Diesen Weg hier, wo diese Holzstapel liegen, den bin ich gerade runtergekommen. Diesen Weg, da kommt man Richtung Dexbach. Und ich werde jetzt hier diesen Weg links hochnehmen. Und ich werde dann noch versuchen um die Sackpfeife rum. Aber mal schauen, wie weit ich komme. Ich kann da auch jederzeit, kann ich mich da auch nochmal umentscheiden. Ja, meine Freunde, ist das nicht herrlich hier? Endlich bin ich mal wieder richtig tief im Wald. Ist einfach fantastisch. Ja, da habe ich heute alles richtig gemacht. Und die Tour ist ja zum Glück noch lange nicht zu Ende. Ja, jetzt erinnere ich mich, hier kommt gleich eine wunderschöne kleine Aussicht in so eine schmale Wiesengasse hinein. Kann ich mich daran erinnern. Bin ich mal gespannt. Müsste gleich kommen, werde ich euch zeigen. Ja, ihr Lieben, die Aussicht kann ich euch gar nicht zeigen, dieses kleine Tälchen. Der Weg war gesperrt. Ich bin jetzt hier auf einem anderen Weg, hier war ich noch nie. Und es geht steil bergauf. Aber dann schiebe ich halt mal. So, bevor ich euch was vorjapsel, melde ich mich gleich wieder. Ja, meine Freunde, ich habe schon wieder so einen Stein gefunden. Und ich mache das jetzt so, ich möchte nicht zwei mitnehmen. Dann lasse ich den einen hier, den ich zuerst gefunden habe, und nehme den jetzt mit. So, meine Freunde, ich bin jetzt am Hassenrod und ich habe so eine kleine Serie. Ja, zwei Teile gibt es bis jetzt, das heißt Gipfelsteine. Und der zweite Teil, da war ich hier auf der Spitze des Hassenrods und an diesem Berg bin ich gerade. Ich fahre den jetzt gleich runter und dann geht es rüber aus den Biedenkopferwäldern Richtung Sackpfeife. Und
ja, mal schauen, welchen Weg ich nachher wählen werde, um nach Hause zu kommen. So, meine Freunde, ich fahre jetzt zur Sackpfeife hoch und ja, ich bedauere unsere Gesellschaft. Da überholen mich gerade zwei, weiß ich nicht, 13, 14-Jährige mit dem E-Bike, schießen an mir vorbei und grinsen noch. Kinders, ihr verpasst Lebensqualität. Ne? Die haben eure Eltern euch genommen, die Lebensqualität, was durch Anstrengung zu erreichen. Ne? Und da könnt ihr ruhig grinsen, wenn ihr mehr an mir vorbeifahrt. Ich habe kein E-Bike, ich fahre lieber Fahrrad und ich fahre mit OBS-Antrieb, Oberschenkelantrieb. Oh, schaut mal hier, was hier alles abgeholzt wurde. Ja, die Sackpfeife hoch, das ist schon ein Eckchen, aber es geht. Noch habe ich Kraft. Und wenn die mich verlässt, schiebe ich ein Eckchen. Ich muss niemandem was beweisen. Es geht eigentlich ganz gut hier hoch. So, bis gleich. Ja, diesen Weg bin ich jetzt hier hoch. Und ich bin noch lange nicht oben. Da muss ich noch ein ganzes Eckchen hier hoch und jetzt wird es steiler. Ich schätze mal, ja, 15% könnten das schon sein hier. Weiter geht's. Oh, jetzt ist es verdammt steil. Prozentzahl kann ich euch nicht sagen. Aber das geht schon rein. Ja, meine Lieben, bald bin ich oben. Jetzt kamen mir die E-Bike-Kitties gerade entgegen. Perzen hier runter, ohne Helm. Also, da fällt mir nichts mehr zu ein. So. Jetzt wird es nochmal richtig steil. Aber ich bin gleich oben. Oben auf der Sackpfeife. Bis gleich. So, meine Freunde, da vorne rechts rum. Dann wäre ich oben auf der Sackpfeife. Da will ich aber nicht hin. Ich möchte nämlich jetzt in diesen Waldweg hier reinfahren. Aber ich bin so gut wie oben und ich bin das wirklich alles gefahren. Ich kann es selbst kaum glauben. Jetzt bin ich ganz schön geschwitzt von diesem langen Anstieg. Hier geht es jetzt bergab, aber hier schiebe ich jetzt mal ein Stück, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich möchte den Wald ja auch genießen und nicht hier jetzt bergab hier so durchrasen. Ja, ich bin auch froh, wenn ich jetzt mal ein Stück laufe. An diesem kleinen verwunschenen Häuschen, da habe ich mir vor ziemlich genau ein Jahr, da habe ich mir noch was zu essen gemacht. Da war ich auch auf einer Fahrradtour unterwegs. Ja, heute werde ich aber hier keine Pause machen. Ich werde jetzt hier noch weiterfahren. Ja, meine Freunde, da hinten sind die Baronsgräber oder Denkmäler. Ob da welche begraben sind oder ob das nur Gedenksteine sind. Ich glaube, es sind nur Gedenksteine. Die habe ich euch auch letztes Jahr in einem Video gezeigt. Da laufe ich jetzt auch nicht hoch. Ja. Jetzt könnte ich diesen Weg nehmen, aber da komme ich wieder zurück zur Sackpfeife. Und hier halb rechts geht ein Weg rum. Da komme ich, ich meine, zum kleinen Lausfeld. Und den links, da komme ich nachher über der Horst aus. Das ist schon fast Wallau, dann nachher bei Bellingshausen komme ich da raus. Ich werde mal den mittleren Weg hier nehmen. Ich werde jetzt mal die Cam ans Lenkrad packen. Ich halte seit der ganzen Fahrt das Stativ hier in der Hand und da kann man einfach nicht gut fahren und ich möchte jetzt auch mal ein bisschen hier den Weg genießen. Ich klemme euch ans Rad
und mal schauen, wie die Aufnahmen werden. Bei der letzten Aufnahme hatte ich euch auf meinem Fahrrad. Da war ich auf dem Weg zum kleinen Lausfeld und ich wusste gar nicht mehr. Da kam noch eine ewig lange Steigung, die ich hochgefahren bin. Dann war ich am kleinen Lausfeld angekommen. Da war ich so fix und alle, dass ich da mich nur 2 Minuten hingesetzt habe und habe 2 Dextro-Energien genommen und habe was getrunken. Jetzt bin ich am Lausfeld. Und ja, ich wollte mir eigentlich noch was Warmes zu essen machen, aber wir haben mittlerweile schon 7:30 und ich lasse das mit dem Essen heute ausfallen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich weiß, ihr liebt das, wenn man sich hier draußen was zu essen macht. Beim nächsten Mal gibt es wieder was zu essen. Ich werde jetzt gleich vom Lausfeld hier die Straße runterfahren. Ich glaube, das ist die Lahn-Eder-Straße. Kann mich auch täuschen. Jedenfalls ist es der R8-Radweg, der Fernradweg R8. Hier fahre ich runter, dann muss ich durch Weifenbach durch und dann bin ich fast zu Hause. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Das war es mal wieder hier bei einer Tour.
und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, euer Volker von Abenteuer Hinterland. Bis dann.